damals einfach richtig schlecht. Ich habe damals in einem Hotel gearbeitet als Eventmanagerin und habe nichts anderes mehr gemacht als gearbeitet. Und ich hatte überhaupt kein Privatleben mehr. Und dann habe ich nicht mehr geschlafen. Dann ging es los mit Panikattacken. Und diese ganze Depression, die ich hatte, die habe ich einfach erstmal ignoriert. Und irgendwann war die Überforderung in den kleinsten Situationen aber schon so groß, dass ich abends noch nicht mal mehr wusste, möchte ich jetzt Reis oder möchte ich Spaghetti essen. Und es war furchtbar. Ja, und als mich das Hotel dann grundlos entlassen hat, kam so dieser völlige Zusammenbruch und dann ging nichts mehr. Und daraufhin haben mein Mann und ich dann gemeinsam entschieden, dass es für mich gut wäre, wenn ich eine psychosomatische Reha mache. Ich bin dann im Februar 2013 in die Klinik am Möhnesee zu Dr. Becker gekommen und ich habe mich einfach von Anfang an hier wohlgefühlt. Die Therapeuten haben mir das Gefühl gegeben, dass ich was kann. Und insbesondere die Sporttherapie war was, was mir unheimlich viel mitgegeben hat. Das war ja einfach so dieses Gefühl, man kann auch mal was machen, ohne Leistungsdruck zu haben, ohne einen Gedanken dahinter zu haben, dass ich was schaffen muss, sondern einfach nur Spaß zu haben. Und das hat mich verändert irgendwie. Daran bin ich unheimlich gewachsen und das fand ich so schön. Dann habe ich gedacht, oh, was die machen, das möchte ich eigentlich auch machen. Und am liebsten möchte ich das auch genau hier machen, genau am Möhnesee. Nach der Reha habe ich dann Kontakt zu Jörn Lulay aufgenommen. Das war einer der Sporttherapeuten. Und er hat mir angeboten, mal ein Praktikum zu machen in der Sporttherapie. Habe ich auch direkt gemacht und ja, dann habe ich unheimlich viel gelernt. Ich habe da ganz viel mitgenommen, weil ich einfach von Anfang an in ganz vielen Gruppen hospitieren durfte und die Möglichkeit hatte, direkt meinen Spinning-Instructor-Schein zu machen. Und ich habe während dem Praktikum festgestellt, das ist genau meins, das möchte ich machen. Und parallel hat Jörn mir dann geholfen, einen Studiengang zu finden, mit dem ich das umsetzen kann. Ich habe mich entschieden, Gesundheitsmanagement im dualen System zu studieren. Und als das Praktikum dann zu Ende ging, hat die Klinik mir auch angeboten, dass wir diesen Weg gemeinsam machen können und dass ich die Ausbildung direkt in der Dr. Becker Klinik machen kann. Am 1.3.2014 habe ich dann tatsächlich eben diese Ausbildung angefangen und ich habe direkt von Anfang an die Möglichkeit gehabt, in ganz vielen Bereichen eingesetzt zu werden. Zum Beispiel war ich eben in der Sporttherapie eingesetzt, ich war in der Therapieplanung eingesetzt. Ich hatte auch die Möglichkeit, meine eigenen Ideen mit einzubringen und viel selbst zu gestalten. Zum Beispiel habe ich das Faszientraining eingeführt, sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter. Und ich war auch beteiligt, als wir hier die Kajaktherapie eingeführt haben auf dem Möhnesee. Und das ist für mich ja was ganz Besonderes und darauf bin ich auch stolz. Mir geht's jetzt richtig super. Ich habe einen Job, der mir Riesenspaß macht. Ich habe geregelte Arbeitszeiten. Ich habe ein Privatleben. Ich bin gewachsen. Ich fühle mich toll. Und ich weiß jetzt auch abends wieder, was ich essen möchte. Mit meiner Krankheit gehe ich sehr offen um, weil ich das sehr wichtig finde, dass man die Leute dafür sensibilisiert. Und weil es auch einfach ein schönes Gefühl ist, sich nicht verstecken zu müssen und trotzdem respektiert zu werden und akzeptiert zu werden. Und das ist hier eben so. Und das ist auch was ich den Patienten immer versuche mitzugeben, dass die sich nicht verstecken und dass die einfach offener im Umgang mit ihren Krankheiten werden. Das sehe ich auch unheimlich als Vorteil, ehrlich gesagt, weil ich kann ja beide Seiten einschätzen und kann den Patienten bei Sachen helfen, die mir damals selbst in der Reha schwer gefallen sind. Was für die Patienten auf der einen Seite schön ist, weil sie Hilfestellung bekommen und auf der anderen Seite für mich schön ist, weil ich die Leute glücklich machen kann. Und ja, dann passiert es natürlich manchmal, dass ich vor lauter Eifer meine eigenen Belastungsgrenzen auch nicht mehr erkenne. Aber ich habe wirklich wundervolle Chefs und super liebe Kollegen, die mir dann auch helfen, wieder mich ein bisschen zurückzufahren, mich zu erden und zur Ruhe zu kommen. Und das ist sehr schön. Und ja, jetzt gehen diese 3,5 Jahre Ausbildung Richtung Ende. Aber es sieht sehr gut aus, dass ich meinen persönlichen Traumjob hier an der Möhnesee-Klinik weitermachen kann und noch hier bleibe.